Willkommen in Potters Bluff. So, hallo. Zu einem neuen Video auf Potters Bluff Reviews. Heute geht es um Der Pianist. Die Special Edition des Filmes im Blu-ray Steelbook mit 3D-Schuber aus Mause Kimchi aus Korea, glaube ich. Fangen wir auch gleich mal an. Hier der wunderschöne Schuber mit dem 3D-Effekt. Sieht das hier richtig schön? Adrian Brody durch die Ghettos von Warschau läuft. Machen wir es auch mal auf hier gleich, ziehen es raus. Zeige euch hier nochmal die Spine. Ist ebenfalls geprägt hier, der Rücken. Und die Rückseite. So, dann hier das Steelbook. Wunderschön gearbeitet mit gestanzten Händen und den Fingern und dem Schriftzug. Hier ebenfalls der Rücken. Sehr schön, schlicht. Und die Rückseite, indem man gerade dem Essmann was vorspielt. Alles Hochglanz, deswegen muss ich nachher wieder mal putzen, mich in den Finger abdrücken. Gehen wir machen das Ganze mal auf. Da gibt es noch mehr zu entdecken. Hier zum Beispiel eine schöne Kreditkarte mit der Limitierungsnummer. Hier, das Teil ist bei mir auf 1500 Stück limitiert. Ich habe Nummer 1482, also kurz vorm Ende der Charge. Die Rückseite nochmal. Dann haben wir hier ein Set mit postkartengroßen Bildern. Machen wir mal auf. Hier sehen wir ja schon Adrian Brody in seiner Rolle des Spielmann, für die er auch hochverdient den Oscar gewonnen hat damals und durfte Halle Berry küssen. So. Hier ist Thomas Kretschmann als S-Mann. Spielt auch wunderbar in diesem Film. Hier nochmal. Hier ist Spielmann mit seiner Familie. Ebenfalls beim Abendessen. Und nochmal zwei Bilder in Postkartengröße. Hier. Art Visitenkarte. Auch sehr schön. So, dann haben wir das Booklet mit einem Review. Aber leider auf Koreanisch, glaube ich. Kann ich leider nicht lesen, tut mir leid. Aber noch ein paar Bilder aus dem Film. In den Innendruck sehen wir hier nochmal das Warschauer Ghetto, das Zerstörte. So, dann haben wir hier einmal den Film auf Blu-ray. Ganz wichtig hier, kein deutscher Ton enthalten, aber Englisch und das Bild ist wirklich sehr schön. Ich werde mir da einfach die deutsche Blu-ray reinlegen, die bekommt man ja ganz günstig. Weil ich wollte das haben, weil zu so einem Film will ich schon eine schöne Edition haben. Und hier ist nochmal der ganze Soundtrack auf einer Musik-DVD, keine CD. So, wir haben wieder hier rein. Ja, was soll man zum Film sagen? Ich denke mal, es ist eins der eindringlichsten Holocaust-Dramen der letzten Jahre gewesen. Zusammen mit vielleicht noch Das Leben ist schön oder Schindlers Liste eben. Der Film steht eben in nichts nach und ist auch Polanskis persönlichster Film, denke ich mal, denn er hat ja da viele Erinnerungen mit einfließen lassen. Und er hat mal im Interview gesagt, all meine vorherigen Filme waren eigentlich nur Probe für Den Pianisten. Und er hat wirklich hier ganze Arbeit geleistet, diese Szenerie und dieses Schreckensszenario spürbar zu machen und eine kleine Vorstellung davon zu geben, wie es wirklich, wie man sich reinfühlen könnte, wie es gewesen sein kann. Natürlich kann man das natürlich nicht nachvollziehen mit einem Film, aber ich finde, der Film vermittelt ein drastisches Bild, was, glaube ich, nicht übertrieben ist. Und ja, starker Film, schöne Edition dazu, hat er auch verdient. Die Firma hat auch noch andere schöne Editions rausgebracht zu anderen Filmen wie The Wrestler, Leon, Amelie und versuche ich auch zu bekommen. Aber wie gesagt, ist leider nicht billig hier. Es sind Importsachen und sehr geringe Limitierung. Deswegen, dass er jetzt für 35 bekommen bei eBay, ich denke, ist noch ein guter Preis. Gehen schon teilweise für 70, 80 Euro weg, die Teile. Ich hoffe, The Wrestler will ich noch haben, weil es davon nichts Schönes gibt in Deutschland. Der Film ist natürlich bedenkenlos zu empfehlen, also sollte man wirklich mal schauen. Und das war's eigentlich schon. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Pianisten fandet. Also ich würde dem Film locker 9 oder 10 von 10 geben. Finde ich persönlich ein bisschen besser als Schindlers Liste, da der nicht so in der Ecke drängt. Wie findet ihr den Film? Schreibt es mir ruhig mal. Oder was ist euer Lieblings-Polanski-Film?
Ich mag ja auch sehr Chinatown oder die neuen Pforten oder Rosemary's Baby oder Der Mieter oder Tanz der Vampire. Ihr merkt schon, also Polanski ist wirklich eine Fundgrube. Also ich habe, glaube ich, noch keinen schlechten Film von ihm gesehen. Und Ghost Rider erst neulich oder der Gott des Gemetzels, auch wunderschönes Kammerspiel. Schreibt es mir einfach mal und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert mich. Hier gibt es auch noch schöne andere Sachen zu entdecken. Und auf Wiedersehen.